Daniela Katzenberger und Lukas Cordalis verabschieden sich voneinander, für den Sänger geht es nun ins Dschungelcamp, und dort tritt er in große Fußstapfen. Lukas Cordalis, 54, hat einen Ruf aufrechtzuerhalten. Der Druck bei seinem Einzug ins Dschungelcamp 2022 ist hoch, denn sowohl sein Vater, Costa Cordalis, als auch die Schwester seiner Frau Daniela Katzenberger. Er, 35, Jenny Frankhauser, 29, holten vor einigen Jahren die Krone, Lukas Cordalis, durch Daniela ist er bestens vorbereitet. Ich bin ein Star, holt mich hier raus, wird er nicht so leichtfertig rufen, denn seiner Meinung nach ist er bestens auf Zeit im Dschungel vorbereitet. Zumindest auf das Essen, denn das, was Daniela ihm täglich kocht, gleiche dem, was ihn dort erwartet. Sagt Lukas zumindest mit nicht ganz ernster Miene. Die Stimmung zwischen den beiden ist also super, auch wenn der Abschied schwerfällt. Quelle, RTL, das Dschungelcamp 2022 startet am 21. Januar um 21.30 Uhr bei RTL und läuft dann täglich live ab 22 Uhr, donnerstags schon um 21.15 Uhr.